Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Train Simulator 2014. Ich war bei GTA 5 stehen geblieben, dass das einige Mängel meiner Meinung nach hat. Aber wie gesagt, ist meine Meinung und wenn jemand eine andere Meinung hat, ist mir scheißegal. Also ich habe mich wirklich gefreut, als das raus war, aber an einigen Punkten war es halt doch etwas enttäuschend. Aber na, passt halt. Ich glaube, der Zug bremst etwas langsam und ich glaube, das liegt daran, dass er so lang ist. Ah! Da waren. Hier! Da war so ein Prellbock. Zum Schluss. Ja, habe ich ja gesagt. Die Verführung ist nah. Okay, ich glaube, so geht der 5. Das war so meine kleine Meinung. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Mein nächstes Thema. Ist berühmte YouTuber. Und damit meine ich nicht unbedingt nur Deutsche. Ich finde, dass YTT habe ich eine lange Zeit sehr gemocht und habe jeden Tag mindestens ein Video von denen angeguckt. Und jetzt finde ich die irgendwie ein bisschen langweilig. Früher habe ich mich immer saumäßig drauf gefreut, am Freitag, bis endlich ein Video da rauskommt. Jetzt finde ich die eher etwas langweilig. Also, ausgelutscht. Teilweise, die Videos sind teilweise schon witzig von dem, keine Frage. Aber sind halt ein bisschen ausgelutscht. Von denen habe ich schon mindestens ein halbes oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr angeguckt. Und jetzt finde ich die tatsächlich etwas langweilig. Ach. Und einen. Ich habe vergessen, die Weiche zu stellen. Na, supi. Und einer, habe ich mal gelesen, den Kommentar. Da hat einer halt unter einem Video geschrieben, wie kann man überhaupt negative, also Daumen nach unten vergeben. Und da hat einer drauf geantwortet, ich mache das sehr oft bei YTT, weil früher haben mich die Videos wirklich unterhalten. Und jetzt mag ich es nicht mehr und finde sie langweilig. Okay. ich würde sagen, ganz ehrlich, wenn ich so einer wäre, der die Videos von YTT überhaupt nicht mag, dann gucke ich sie mir erst gar nicht an. Ich meine, hallo? Das ist so ein klassischer Hater. Guckt sich die Videos an, nur damit er sie disliken kann. Naja. Und ich muss sagen, ein Dislike hat wirklich nur, also wenn mir ein Video nicht so gefällt oder mir, oder das einfach nicht mein Stil ist, dann gebe ich auch kein Dislike, sondern dann gebe ich halt weder Like noch Dislike. Und ich finde, ein Dislike hat ein Typ wirklich nur verdient, wenn, ja, wenn es Thema Verfehlung ist. Nämlich zum Beispiel, wenn er irgendwas von wegen. mit Nackigkeit versuchen, berühmt zu werden. Hinschreibt. Nee, oder, ja, wenn er sowas hinschreibt. Und dann hat das gar nichts damit zu tun, sondern er will einfach nur Aufrufe erlangen. Oder irgendwas ähnliches. Sowas halt wie Themaverfehlung praktisch. Das hat dann das Like verdient. Und das mit nackt in einem Video sein wäre eine perfekte Überleitung zu meinem vorletzten Thema. Soll ich das jetzt ansprechen? Ich spreche jetzt an, die Überleitung war perfekt. Ja! Was haltet ihr denn von Wrecking Ball? ja. Also das Lied, muss ich sagen, finde ich gar nicht schlecht. Also das Lied ist wirklich gut. Das Musikvideo
So gut wie jeder in meiner Klasse kennt das Musikvideo. Ich kannte es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, jeder in meiner Klasse hat es angeguckt und ich möchte auch mal sehen, wie nah die Parodie von Waititi. Jetzt sind wir bei Waititi. Ich war mal mit meinem letzten Thema noch gar nicht fertig. Na, aber egal. Die Überleitung war perfekt. Ja, ja, ist gut. Und Moment, ich bleib mal hier hinten. Weil da hat man keinen Motorsound. Ist das 2? Achso, wir müssen noch 2. Ich krieg ständig aus dem Spiel. Ja, dann habe ich mir gedacht. Ja, ich hab Rot. Okay, kann ich gar nicht selber stellen. Und da habe ich mir dann nur gedacht. Okay. Ah, wegen dem Zug. Nein, warte, den muss ich selbst hinten ankuppeln. So, okay. Okay. Mein Zug ist jetzt ein bisschen lang. Ich muss sehen, dass ich nicht über dieses Abstellgleis hinauskomme. Auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht, das gucke ich mir auch mal an. So viel wie meine Klassenkameraden davon gesprochen hat. Und abgesehen davon, dass ich es eigentlich gar nicht hübsch finde, musste ich das Musikvideo nach der Hälfte der Zeit abbrechen. Weil ich find's einfach schlecht. Ich wollte es mir nicht angucken. Ich wollte es mir nicht weiter antun. Ich meine, ein Hammer ablecken. Das Lied ist schön. Aber das Musikvideo? Hallo? Da muss ich mich gestern nur aufregen. Ach, das war... Oh Gott. Alter, das Musikvideo. Ja, jetzt wieder zurück zu YouTuber, berühmte YouTuber, weil Titi waren wir fertig. Gronkh und so mag ich. Ich finde, er hat es verdient, so viele Abonnenten zu haben und so viele Aufrufe und bla bla bla. Ich muss sagen, PewDiePie ist jetzt schon einer der längeren, die länger bei YouTube sind. Ich muss sagen, PewDiePie kann die ja früher, allein schon früher jeder. Und ich glaube, früher... da wo ich das erstmal, glaube ich, auf seinem Kanal war, ich bin mir nicht sicher, hat er 3 Millionen Abonnenten. Und ich mir gedacht, was? Ich meine, so jemand wie Gronkh oder so hatte da nur irgendwas mit 500.000, glaube ich. Ja, nicht. Und da war 3 Millionen, ich meine, das ist jetzt nicht zum Vergleich mit heute, mit seinen 16 Millionen, inklusive mir. nur damals, in der 5. Klasse, konnte ich nichts mit ihm anfangen, weil ich habe so gut wie gar nichts verstanden. Ist ja logisch. Nur jetzt habe ich ihn abonniert, weil ich habe allein schon 2 Videos von ihm angeguckt und ich muss nicht jede 10 Sekunden totlachen. Das war einfach nur schön. Also PewDiePie hat es wirklich verdient, so viele Abonnenten zu haben. Und vor allem, der hat, ich finde, viel Aufwand hinter seinen Videos betrieben und davon lädt er auch noch, also zumindest ist so der Durchschnitt 2 Videos am Tag. Klar, er macht nichts anderes und verdient mit seinen 16 Millionen Abonnenten auch nicht schlecht. Ich meine, wenn Jay von seinem YouTube-Geld leben könnte, und die haben, gerade wenn eine Million ist, aber die müssen dann den Betrag auch noch durch 6 teilen. Und davon schon leben zu können, also, ja, ich muss schon sagen, irgendwie. Also, ich weiß nicht, wie viel YouTube verdient, aber auf jeden Fall fand ich es witzig, der hat in seinem, Moment, gerade. Hab ich das jetzt? Ah, ich hab's nicht angekuppelt. Das macht Sinn. Jetzt hab ich's. Ach so. Ah. Ihr seid ja ganz schlau. Die Weiche ist defekt. Ich bedanke mich fürs Zugucken und tschüss.